Herzlich willkommen zur dritten Spielrunde der Steirischen Landesliga. Wir zeigen Ihnen heute SV Kleinstetten gegen ATV Irdning. Die Marktgemeinde Kleinstetten im südsteirischen Sulmtal gelegen, ist unter anderem als Zentrum für Kultur, Freizeit und Sport bekannt. Und die Marktgemeinde widmet Ihnen das erste Heimspiel dieser Saison im generalsanierten Tondachstadion. Die Gastgeber, die hoffen auf den ersten vollen Erfolg im Herbst. Mit diesem Ball spielen wir aber nicht. Das war Bürgermeister Gottfried Schober mit Obmann Gerhard Zierngast beim Ehrenankick. Wir nehmen die altbewährte Variante. Gleich die erste Aktion. Rückpass, katastrophal. Und hier die Einladung, die leider nicht genutzt wird. Ball geht oben drüber. Die erste Großchance für die Gäste. Das war ein Weckruf für die Elf von Trainer Udo Kleindienst. Ab jetzt bestimmen nämlich die Hausherren. Hier schöne Kombinationen im Mittelfeld. Dann ein langer Seitenwechsel auf die rechte Seite. Kommt an. Flanke in der Mitte, Goalgetter. David Gräfischer macht's aber nicht. Vergibt hier die erste große Chance per Kopf. Nächste Aktion. Wieder gute Kombinationen im Mittelfeld. Steilpass von Christoph Zotter auf Reinecker. Der spielt den Verteidiger aus und macht das Ding. 1:0 für Kleinstetten und das 5 Minuten vor dem Pausenpfiff. Markus Reinecker macht das Ding nach dem Pass von Christoph Zotter. 1:0, SV Kleinstetten. Die Gastgeber setzen auf dem neuen Grün in der eigenen Arena nach. Hier gleich der Querpass auf Manuel Zehrer. Der bringt den Ball zur Mitte. Da lauert Gräfischer und der macht das Ding nicht. Scheitert wieder. Scheint nicht der Tag des Goalgetters zu sein. 1:0, also nach 45 Minuten. Fanreport.com, wir berichten über dich. Es geht weiter und die Heimelf setzt das nächste Highlight. Querpass, hier leider nicht an den Ball gekommen. Ostermann war das, der verstolpert hier. Das wäre genau die richtige Sache gewesen nach der Pause. Jetzt kommen die Gäste in Fahrt. Ball kommt hier nach etwas herumgestochen auf die linke Seite auf Seiser. Seiser, Philipp Seiser mit dem Außenriss an das Außennetz. Der hätte sich mehr verdient. Kleinstetten arbeitet jetzt mit schnellen Konter wie diesen hier. Eingeleitet, aber da war der Pfiff abseits. Und Udo Kleindienst wirkt hier etwas verzweifelt. 81. Spielminute. Die Gäste spielen hier relativ zügig und schnell auf die linke Seite, auf Seiser. Philipp Seiser zieht ab, aber abgeblockt. Wartet hier zu lange. Eckball. Flanke kommt wieder hinein. Dann nochmal Retour. Und was war das jetzt? Handspiel? Blasewicz mit dem Kopfball auf alle Fälle. Aber war das Handspiel? Wir schauen uns nochmal in der Zeitlupe an. Hier leider nicht gut genug zu sehen. Bleibt Ihnen überlassen. 5 Minuten noch zu spielen. Eckball, Ostermann. Die Gastgeber wieder dran. Ball fliegt hier durch den 16, kommt nochmal zurück. Ostermann auf Filipovic. Und der befördert das Ding in Richtung Nachbauort. Auch die Schlussoffensive bringt den Gästen keinen zählbaren Erfolg. Es bleibt beim knappen 1:0 für Kleinstetten. Aufgrund, sage ich mal, von der zweiten Halbzeit hätten wir uns einen Punkt mindestens verdient, dass wir da mit aufnehmen in die Obersteiermark. Weil zweite Halbzeit, sage ich, waren wir sicher die spielbestimmende Mannschaft und die mehr Ballbesitz gehabt hat. Erste Halbzeit, sage ich, waren leichte Vorteile für Kleinstetten, aber ich sage, normalerweise müssen wir eins nicht führen nach den tausender Chance von Blasewicz, aber es ist so im Fußball. Sie haben aber brav gekämpft und normalerweise hätten sie sich einen Punkt verdient, aber im Fußball ist halt das, wenn du kein Tor schießt, dann eins kriegst, verlierst und natürlich schade aufgrund der Leistung, dass wir nichts mitnehmen können. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, heute, dass wir echt 1:0 gewonnen haben, 2:0 gespielt haben. Es war ein sehr schweres Spiel für uns. Mittwoch waren wir noch im Steirer Cup tätig. Wir haben einen irrsinnig kleinen Kader und das hat man heute schon gemerkt. Körperlich haben wir Probleme gehabt. Der Gegner war genauso stark, wie ich ihn erwartet habe. Also sehr, sehr Selbstvertrauen. Aber trotzdem, wenn man 2:0 spielt, ist man als Trainer immer wieder zufrieden. Mit der Chancenauswertung natürlich nicht. Wir haben, glaube ich, etliche Konterchancen gehabt, die haben wir nicht gemacht. Aber heute zählt im Prinzip nur die 3 Punkte und das ist für die junge Mannschaft das Wichtigste momentan. Wir freuen uns schon auf nächste Woche, da zeigen wir Ihnen die Begegnung FC Gleisdorf 09 gegen ASK Voitsberg. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind.